je, ich bin ja schon auf Sendung. Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du zugeschaltet hast. Heute haben wir Wochenende, beziehungsweise mein Wochenende hat schon begonnen und ich hoffe, euers natürlich auch, logischerweise. Es geht heute mal wieder um ein Biervideo. Endlich! Das Wochenende ist da und ich kann mal wieder eine Bierverkostung machen. Liebe Freunde, liebe Bierfreunde, heute geht's wieder mal um ein polnisches Bier und zwar das Lomza Pilsner. Ja, was gibt es da viel zu sagen? Da gibt es, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Die Brauerei gibt es wohl erst seit 1968. Die Brauerei steht wohl, oder ja, die liegt wohl in dem gleichen Ort, in dem gleichnamigen Ort, so wie das Pilz heißt, oder das Lagerbier, ne? Lomza. Hab auf der Landkarte nicht nachgeguckt. Könnt ihr, wenn ihr wollt, selber machen. Ne? Ja, das Ganze gehört zu der Grupa Ziniec, zu dem Bier, das ich schon hatte, zu dem anderen polnischen Bier. Ne, ich habe ja einmal das Tiski schon verköstigt und habe das Ziniec oder Ziniec, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, keine Ahnung, hatte ich ja schon verköstigt und das Lomza, das gehört ebenfalls zu diesem Konzern, wo das, oder zu der Gruppe, wo das Ziviec herstellt, ne? Und zwar ist das der Fanpur-Konzern. Sagt mir nichts, habe noch nichts davon gehört. Da gibt es selber über das Bier nicht viel zu lesen. Also, könnt ihr mal Dings, wer, wie gesagt, wer Interesse hat, der kann da mal selber nachgucken, ne? Ob das jetzt eine lange polnische Brautradition hat, bezweifle ich mal. Ne? Es ist wohl ein Lagerbier. Ne? Also drauf steht Pilsner, aber Pilsner ist ja genauso wie ein Lagerbier. Es ist ein untergärisches Bier. Ne? Hat übrigens 5,7 Umdrehungen. Ist also auch wie auch das Ziniec oder das Ziniec. Mein Gott. Ist ein bisschen mit höherem Alkoholgehalt, ne? Ja, und alles, was da drauf steht, ist deutsch. Da steht 1968, fernab von dem Großstadtlärm, haben wir in der Brauerei Lomza das erste Lagerbier gebraut. Seitdem brauen unsere Braumeister hier ein Bier, das in seinem eigenen Tempo, lagern und bis zur vollen Geschmacksentfaltung reifen kann. Aus polnischem Hopfen. Ja, Zutaten, Wasser, Gerstmalz, Hopfen. Ja, mehr steht da nicht drauf. Und das steht, wie gesagt, in Deutsch. Ne? Das wird von der Dofgan GmbH wird es vertrieben in Hamburg. Keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, machen wir es mal auf und gucken uns das Bier mal an. Ihr habt ja schon gesehen, ich kenne das Bier schon, ne? Und zwar kenne ich das sogar schon viel, viel länger, als manch einer von euch denken mag. Ui. Nur Schaum. Der wird sich aber wahrscheinlich schnell verflüchtigen. Ich habe das Bier das erste Mal, glaube ich, 2016 oder 2017 getrunken. Und zwar gibt es hier ganz normal im Rewe zu kaufen. Also das Beschaffungsproblem besteht bei dem Lomza definitiv nicht. Ne? Also gibt es sogar, glaube ich, im Kaufland. Ne? Also wird es im Kaufland angeboten. Ne? 5,7 Promille. Und als ich das erste Mal getrunken habe, ne, da hatte ich den Eindruck, da war noch irgendwas anderes drin. Ne? Weiß nicht, wie weit die Rezeptur verändert haben. Ne? Ist ja immer so bei einer Brauerei oder beim Konzern. Wenn das Bier eine Weile auf dem Markt ist, ne,
dann wird es in der Rezeptur angepasst, ne? Oder dem Massengeschmack angepasst, ne? Der Schaum, ziemlich grobkörnig, grobporig. Aber im Glas sieht es mal dunkel, also na, dunkelblond, nicht? Ja, doch, ein bisschen könnte man sagen, ne? Dunkles Goldgelb, dunkleres Goldgelb, ne? Und ich meine sogar, also wenn ich es recht in Erinnerung habe, kann mich auch ein bisschen täuschen, ne? Wer es weiß, kann es mal reinschreiben in die Kommentare unten. Und zwar meine ich, das Bier war damals etwas dunkler, ne? Ob das jetzt sich ein bisschen da von der Farbe verändert hat, ne? Kann ich euch nicht sagen. Ne? Ich habe das, also das habe ich nicht regelmäßig, ne, gekauft. Ich habe das 2016 oder 2017 immer mal, glaube ich, mal eine Büchse im Rewe mal mitgenommen. Wenn sie es, die haben es ja nicht immer, ne? Aber wenn sie es mal gehabt haben, dann habe ich es als mal Dings, dann habe ich es als mal in Einkaufskorb getan. Ja, also sieht doch ganz gut aus. Ich würde mal sagen, drei Finger breit der Schaum, aber ziemlich grobporig und der bleibt am Glas haften. Ja, also Kohlensäure ist auch genug da. Und es riecht süß, mild. Süß, mild, malzig. Wie die meisten Lagerbiere, ne? Und wie gesagt, mir hat es, wo ich es das erste Mal getrunken habe, hat mir das sehr gut geschmeckt, ne? War wohl auch ein bisschen so mit dem Brauwasser zusammenhängend, ne? Das Brauwasser ist ja auch ganz, sag ich mal, entscheidend für den Geschmack, ne? Also nicht nur das, nicht nur der Hopfen, sondern auch die übrigen Zutaten natürlich logischerweise entscheidend, wie es dann am Ende schmeckt. Ja, also sieht mal, im Glas sieht es recht gut aus. Kann man nicht meckern. Schöne Schaumkrone. Wir sagen mal, Cheers. Wie im Geruch. Süßmalzig. Meint sogar ein bisschen. Also, kann ja täuschen, ne? Vielleicht. Weiß nicht, woran das liegt. Im Abgang meine ich ein bisschen Schokolade zu rausschmecken, ne? Das könnte an dem Hopfen liegen. Ich weiß es nicht. Das habe ich das letzte Mal nicht gehabt. Ne? Also ganz so, wenn man es runterschluckt, hat man so ein bisschen schokoladigen Geschmack sogar. Vielleicht ist es auch, die schreiben, ich habe schon die eine oder andere Rezension gelesen, ne? So was Erdiges. Vielleicht ist das der erdige Geschmack. Weiß nicht, was man unter erdig versteht. Das könnt ihr Connoisseure oder ihr Biersommeliers, könnt es eher wahrscheinlich deuten. Meine Wenigkeit nicht. Ja, ich würde sagen, sogar ein bisschen schokoladig, ja. Hört sich blöd an, aber das liegt wahrscheinlich an dem süßen Malz. Das ist so ein bisschen leichten Schokoladengeschmack. Also es ist per se süffig, sehr süffig. Ne? Wenn man es jetzt im Sommer trinkt, da schmeckt es durchaus gut, aber da muss man aufpassen, ne? Bei 5,7 Umdrehungen, ne? Wenn ihr da Auto fahren wollt, müsst ihr langsam machen, ne? Ja, ist also ein gutes Durchschnittslager, ne? Eher mit der Tendenz, würde ich jetzt sagen, fast
Das sieht auch ein bisschen würzig, also von der Würzigkeit her ist es stärker als jetzt ein normales Lager. Würde es eher einordnen, würde es eher jetzt mal in Richtung Export. So ein Zwischending zwischen Export und Pils und Lagerbier, so eine Mischung draus. Ne? Also von der Süffigkeit her auf jeden Fall, würde ich sagen, volle 5 Punkte, wenn man Punkte vergeben müsste. Ne? Hat nicht keine Fehlaromen. Ich habe irgendwo in einem in so einem Bierportal, da haben die geschrieben, glaube ich, metallisch. Kann ich jetzt nichts feststellen. Definitiv nicht. Das Bier ist sehr bekömmlich. Wer das Bier kaufen will, wie gesagt, der hat keine Probleme. Also bei uns Baden-Württemberg, also zumindest jetzt hier in meiner Umgebung, da kann man es im Rewe kaufen und im Kaufland habe ich es, glaube ich, jetzt noch nicht gesehen. Nee, Kaufland habe ich es noch nicht gesehen. Kommt aber darauf an, vielleicht, wenn er in einer größeren Stadt wohnt, wird es mit Sicherheit geben, ne? Vielleicht weniger jetzt in Bayern, würde man eher tippen, ne? Was da in Polen, ne? Wer vielleicht da in Schwedt grenznah wohnt, der kann sich sogar direkt aus Polen holen, ne? Da kann das Original, da kriegt man das mit Sicherheit, ne? Ja, das heißt, die polnische Reihe ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe noch ein, mal überlegen, das. Ich glaube, das Waka ist ja auch polnisch. Da habe ich ja noch zwei. Die habe ich ebenfalls noch zum Testen. Ne, drei sogar. Das Zubre oder Zubere. Da habe ich erst gedacht, das ist ein tschechisches Bier, aber nee, das ist, glaube ich, auch ein Pole. Gehört aber auch irgendwo zum Tiski-Konzern oder beziehungsweise zu der Gruppe, wo Tiski. Wo Tiski braut, ne? Die sind alle da miteinander so ein bisschen verworben. Die Piwoska, Compania Piwoska, ne? Die haben, glaube ich, das Zubre auch noch, ja. Ja. Gut, also Leute, ich mache es heute nicht so lang. Wenn ihr mir wohlgesonnen seid, dann lasst mir doch bitte schön ein Abo da. Like den Kanal. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Übrigens, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an den Kanal ProbierTV. Auch ein sehr empfehlenswerter Kanal, weil der gute, weiß es nicht, wie er heißt. Sorry. Der gute Mann, der ist, glaube ich, sogar Biersommelier und der macht ganz vortreffliche Reviews. Also die absolut top. Ist ein professioneller Kanal oder macht auch nicht professionellen Eindruck. Also wie gesagt, an der Stelle nochmal an den Kanal ProbierTV. Herzlichen Dank und bei euch anderen bedanke ich mich natürlich auch ganz herzlich. Und ansonsten sehen wir uns mit Sicherheit dieses Wochenende das eine oder andere Mal. Macht's gut. Ciao.